Ja, ihr seht mich ein wenig ratlos, ehrlich gesagt. Ich kann aber auch mit nichts interagieren, das ist irgendwie... Kann ich dich denn nicht runterstoßen? Ach, das geht nicht, komme ich denn da an der Seite irgendwie? Ja, Freunde, ihr seht mich ein wenig sprachlos. Ich, wenn ich jetzt hier mal so hingehe, hier so ein bisschen, so, und komme ich denn da vielleicht dann irgendwie dran? Mann, ich werde bekloppt hier. Aber das, glaube ich, ist gar nicht so eine schlechte Idee. Also das probiere ich auf jeden Fall nochmal. Ja, Ladies, guten Tag und Banzai. Wir sind ein kleiner Larry und springen uns hier den Wolf. Die Rockies ziehen an uns vorüber und schwamm drüber über den totalen Fail vom Spielkind 45. Yippie, so, hier drauf. Runter, aber ich glaube, das ist irgendwie echt die Option, die mich irgendwie am... Okay. So, also nicht gehen. Warum sich da hinspringen? Wo muss ich da hinspringen? Ich probiere das jetzt einfach mal, wenn es nicht klappt, Freunde. Du hast versagt. Tja. Kann ich nicht gebrauchen, kann ich nicht gebrauchen. Die Ischen helfen mir gar nicht, die meckern mich nur aus, dass ich das nicht schnell genug gemacht habe. Ey, wir sind mitten da durchgesprungen. Freunde, das ist schon eine Kunst. Das kann nicht jeder, da genau reinzuspringen. Ich glaube, ich muss das doch rausschneiden. Das kann ich euch gar nicht zumuten. Für eine halbe Stunde versuchen wir das schon. Ich weiß es gar nicht. Banzai! Bis hierhin geht's ja. Geht's ja. So, rüber, rüber, rüber. So, okay. So. Okay. Aber wo kann ich da hinspringen? Wo zum Geier kann ich da hinspringen? Ein Stück weiter vor, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich finde auch langsam, das ganze Bild fängt an, wie Larry sagte, sich zu bewegen. Dabei habe ich gar keine Painkiller genommen. So, hier, da, rauf, da. Aber ich glaube, mit dem dahinlaufen, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn man dann halt nicht auf die Fresse fällt oder so, ne? Zack, okay. So. Okay. Nur wohin dann? Das muss ich ganz kurz mal schauen. Wohin dann? Okay. Guck ich mal ganz kurz auf der anderen Seite um.
Okay, ich denke mal, die Seite ist auf jeden Fall schon richtig. Okay, jetzt wird's spannend, liebe Leute. Tja, das wäre Ihr Preis gewesen, liebe Leute. Ja, schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn Spuk in 45 wieder auf die Fresse fällt. Ja, Ladies and Gentlemen, seien Sie mir willkommen zu einem fröhlichen Zugsterben von Leisure Suite Larry, gespielt durch Spuk in 45. Wir klettern an Heuballen entlang, hangeln uns todesmutig über freifahrendes Gelände und hopsen jetzt eine geschickte kleine Linkskurve. Juhu! Ich würde so gern die Kisten nehmen. Ich würde so gern die Heuballen nehmen. Nein! Oh, Freunde, so langsam irgendwie... Soll ich aufgeben? Soll ich aufgeben? Beim nächsten Mal weitermachen? Ich habe es beim ersten Mal auch irgendwie geschafft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie, gestehe ich ein, aber ich habe es geschafft. So. So, okay. Ihr hört mich schweigen, beziehungsweise ihr seht mich nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier aufhöre zu spielen, könnte ich natürlich machen. Ich weiß dann nicht, ob wir den ganzen Schmutz dann nicht nochmal machen müssen, weil ich nicht weiß genau, wo der jetzt den Speicherpunkt setzt. Weil wenn ich wieder hinterher in dem Wohnwagen rauskomme, wo der gute Larry haust, dann bedeutet das quasi auch den ersten Scheiß nochmal. So, wir hüpfen uns ein süßer kleiner Lemming. Ja, ich bin ehrlich, ich sage Banzai! So, zack. So. Okay. So. Oh. Ich weiß nicht wie, aber da stehe ich glaube ich ganz gut irgendwie, ne? Ey, Freunde, das war der Kasus Knacktus. Ich glaub's ja jetzt gar nicht, ey. Soll jetzt hier nicht runterfallen, Freunde. Echt, so einfach war das? Ich glaub's ja gar nicht. Ey, dafür brauche ich eine halbe Stunde, um so einen Scheiß da irgendwie klar zu machen. So, wo, Moment, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Okay. Da müssen wir auch wahrscheinlich wieder jumpen. Das machen wir auch. A la Banzai. Yahoo! Quick, pull those levers. You can use your map. Okay, den Hebel, so schnell ich kann, welchen Hebel? Okay.
Those rust marks are like the skids in my boots. They show where things have been. Na komm. Maybe if I just follow. Oh. Ich kann gar nicht lesen. Irgendwie lese ich da noch, du hast keinen Erfolg. Ich schließe den Mund, das ist unhöflich, wie gerne ich das jetzt machen würde. Und liebe Leute, ich werde nichts davon rausschneiden. Das müsst ihr alles ertragen. Ne, mach ich ehrlich. Ich glaube schon. Ich gucke mir das mal an, und aber eigentlich es ist ein Let's Try. Ne? Ihr wisst, dass ich scheiße bin. I'm a piece of shit. I knew that. I know it. I will know it for the rest of my life. Tipps, spiel weiter und nutze die Gelegenheit. Okay. What took you so long? Didn't get your thumb out of your butt? Alter, machst du mich hier an? Da gibt's geschmiert. This is the worst road trip ever. My hair is toast, and this slope. Wir sind tausendmal gestorben, und die macht sie um ihre Frisurprobleme. I haven't felt this much love since my mom abandoned me at birth. Yeah, you took your sweet time. Yeah. And to think, I might have done you. Bye-bye, bandits. It seems to be the end of the line. Line. Revolverschwinger, kleine Edition. Liebe Leute, ich, Welcome to Poonstone, population 70. Yeah. Make that 69. Oh, yeah. Oh, this place is dustier than my grandma's snatch. Smells a little better, though. So, ladies, where now? I'm ready to receive my reward. Where's the nearest travel tavern? Reward? You can go screw yourself after what you did to my nails. Aw, why don't you come up to my room, and I'll make you forget about all those broken nails. Where does that leave me? No kickstands allowed. Well, can I film it? Is your camera loaded? No. Damn it, how does one impress the girls around here? A nice big gun. That and killing bad guys. There's something about a man who can control his gun that makes us girls go wild. Try the saloon. Plenty of big guns there. But I already have a big gun. Oh, honey. You've got more empty space in your holster than Jenna does between her teeth. Now run along, little doggy. Da sehe ich eine Matrix. Such den Saloon. Seht ihn euch an, Marty McFly. Liebe Leute, pardonse. Liebe Leute, bevor wir uns jetzt aufmachen zum Saloon, ich muss sagen, ich denke mal, die Sache hat mich mindestens genauso angestreckt wie euch jetzt gerade beim Zuschauen. Ich sage ganz herzliches Dankeschön für diejenigen, die tatsächlich bis hierhin durchgehalten haben. Ich weiß, das war nicht leicht, aber das hat ein Let's Try so an sich, dass man da auch mal durch ein paar dunkle Täler muss. Und ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr noch dabei seid, und ich hoffe, ja gut, Larry wendet sich von uns ab. Ja, hallo, guck mich an. Ja, rechts, links, okay. So, und nichtsdestotrotz, das Ganze hat mich doch jetzt ein bisschen angestrengt geschafft und wie auch immer. Ich sage an dieser Stelle, dass, wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, und wir machen jetzt hier einen Cut. Die Let's Try Session Nummer 3 ist damit erstmal beendet. Ich gucke mir das alles mal an und entscheide mich dann, ob ich weitermache. Denn das war gerade ganz schön anstrengend und natürlich auch peinlich, wobei ich eigentlich keine Peinlichkeit kenne, aber doch ein bisschen, ich kenne auch keine Scham, ein bisschen Scham tue ich mich trotzdem. Liebe Leute, ich sage trotzdem, ob es weitergeht, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr gerne weiter so ein paar totale Fails von Spielkind 45 sehen möchtet oder nicht. In diesem Sinne, liebe Leute, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Aber geht's weiter? Geht's nicht weiter? Larry weiß es auch nicht.
Wir schauen mal. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Haltet euch wacker. Ciao, ciao.